So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Wir spielen 18K Pinpoint. Lassen uns so viel Zeit wie möglich und versuchen genau herauszufinden, wo wir sind. Mal gucken, wo es uns hinbringen wird. Ich bin gespannt und wir starten mit Runde 1. Prepare yourself. Ich hoffe, ihr seid prepared. Oh, darauf war ich nicht prepared. Aber das fühlt sich an. Ich gebe mal ein Quick Guess. Senegal. Oh. Sine Abdou. Sag mal, hier waren wir schon mal. Sine Abdou. Ist das nicht hier Luga? Oder so? Sine Abdou. Ich bin der Meinung, oder das war das bei Mbacke. Mit Chör und so. Sine Abdou war ein Stadtteil, oder? Und ich habe mich nämlich zu Tode absucht. Hier, Dindi Abdou. Sine Abdou. Weil ich habe die Stadt Sine Abdou gesucht und am Ende war es ein Stadtteil. Das Problem ist, hier stehen nicht alle immer auf der Karte. Dahara. Nee, die hat keinen Stadtteil. Nee, ich glaube, das war hier bei Touba und Mbacke. Da waren wir so ein bisschen außerhalb. Ich weiß gar nicht, wo genau mehr. Ja, das müssen wir herausfinden. Du bist müde, keine Müdigkeit vorschützen. Egal wie heiß, wie warm, wir finden heraus, wo wir sind. Aber es läuft halt gut, wir haben noch keinen Punkt verloren. Gang. Oha, die Gang ist da. Haltet euch alle an den Händen, euch wird nichts passieren. Ich bin ja da. Ich bin der Erste, der schnell wegrennt. Garage, ne Damm. Nee, hilft mir auch noch nicht. Wenn wir nachher dichter sind, hilft es nicht. Wir können ja mal, eventuell fahren wir raus und dann wissen wir, in welche der drei großen Städte wir sind. Also ich würde nur Dakar ausschließen, aber guck mal, hier sind ständig irgendwelche Stadtteile. Nimm Dene. Also ich glaube nicht, dass das Orte sind. Die Ortsschilder sahen, glaube ich, ein bisschen anders aus. Boulangerie, Patisserie, Sagata, Dujol, Nidaye. Nidaye. Ich meine, es gibt auch noch andere größere Städte. Nicht? Also wir können auch in Thies sein. Aber da hieß alles immer Thies, ne? Stimmt. Thies, 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 bla bla bla. Darussalam. Boah. Oh, ich klebe so am Stuhl, wenn ich mich mal anders hinsetzen will. Ich sag euch, 31 Grad müssten verboten werden. Irgendwie weiß ich nicht. Aber es, also in einem dieser Dreiecksstädte würde ich uns verorten. Ist aber auch nur so ein Gefühl. Wahrscheinlich sind wir doch im ganz kleinen Ort. Aber ich meine, die haben hier volle Versorgung mit allem. Und ist das nicht die Straße, die wir beim letzten Mal hatten? Nee, da waren links mehr Gebäude, nicht? Ja. Das sieht so gleich aus.
Das ist echt verrückt. Aber ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen wie bei uns. Ich glaube, deren Sicht auf unsere Häuser ist ähnlich, nicht? Dass die alle recht ähnlich aussehen. Viele sehen ja auch ähnlich aus. Heutzutage einfach, um auch Baumaterialien wieder zu verwerten und günstiger herzustellen. Bontut. Oh, Orange. Seht ihr? Da haben wir einen Namen. Zagata Jolov. Zagata Jolov. Also doch was Kleineres. Jetzt kann es sein, ist das im Vorort? Oder ist das ein Ortsteil? Und wenn ja, wo? Vielleicht noch, wartet mal. Back. Ja, aus der Richtung. Hier wechselt nämlich irgendwie. So, aus der Richtung kam ich. Das heißt, ich fahre in die hier. Der hat mich hier nämlich wieder gedreht. Und dann gucke ich nämlich in die falsche Richtung. Und hier ändern sich auch immer die Bodenbelege. Weil das Auto so komisch ausblurrt. Manchmal auch gar nicht. Wow, hier verschwimmt alles links und rechts. Na, hier ist bessere Bildqualität. Nicht ein bisschen dunkler, aber dafür auch knackiger. Nicht so überstrahlt. So wie das hier. Das ist viel zu hell. Okay, ich glaube, in die Richtung, wir fahren Nordosten sehr lange. Ich glaube, da kommt nichts mehr. Und versuchen wir es mal in die Richtung. Ich meine, die haben hier überall fette Mauern. Das haben die doch nicht in den kleinen Dörfern gehabt. Also zumindest in denen, in denen wir waren. Ich meine, die haben sogar Bodenschwellen, um Geschwindigkeit zu regulieren. Aber wir sind in Zagata Dulov gewesen nur. Jetzt ist die Frage. Um welche Großstadt liegt das? Die Straße ist eine gute. Ich meine, die hat sogar Laufwege. Rechts und links. Sag ich ja immer, unsere Straßen könnten sowas auch vertragen, nicht? Einfach so ein Sicherheitsstreifen, dass da, ja, Motorräder, Fahrräder, Fußgänger halt auch mal einfach am Rand stehen können. Oder auch ein Autofahrer, dass er mal ranfahren kann. Ich finde sowas immer so ganz schrecklich. Diese engen Straßen, die wir haben, wo man denn nicht, wenn mal was ist, irgendwie anhalten kann. Nächster Parkplatz in 10 Kilometern. Gut, irgendwann fahren wir eh alle autonom. Und dann brauchen wir das vielleicht gar nicht mehr. Radwege in Senegal. Ja, ist doch was Gutes. Ich würde es jetzt auch nicht wirklich Radweg nennen, aber es ist immer noch besser, als Radfahrer ausweichen zu können, wenn mein Auto kommt. Ich meine, die haben ja jetzt nicht so einen Verkehr wie bei uns. Gut, wir sind auch über die Landwege und Wege gelaufen im Urlaub, nicht wahr? Und da war auch nicht wirklich was. Teilweise 40, 50 Minuten keine Autos. Aber trotzdem, Katali, ist es ein gutes Gefühl? Guck mal. Ein 5G-Mast. Kriegen wir nicht hin. Dass man einfach ausweichen kann, nicht? So wie der Trecker kommt, ich muss ins Feld springen oder ich stelle mich einfach an den Rand. Oder der Trecker fährt und kann den Rand mitnutzen, ohne auf der anderen Seite die Autos mitnehmen zu müssen.
Also im Urlaub sind einige Trecker angekommen, nicht? Da musst du schnell sein, sonst war es das mit dir. Aber die Orte hängen stark und schnell zusammen, nicht? Kilev und Sanadada Dudu. Aber ich komme hier echt nicht schnell voran. So, jetzt fahren wir raus aus Kilev und dann, wenn gleich der nächste kommt. Katali, Kilev. Katali. Und dann. Sogar ein Parkplatz. Und hier ist schon der nächste Ort. Diam Diale. Warum stehen da keine Straßennummern? Weil die sowas nicht haben. Die haben halt auch nicht so viele Straßen, dass sie das, glaube ich, großartig verfolgen. Hier hast du mal so ein paar Sachen. Aber du hast oft Länder, wo das eher versteckt ist, nicht? Wir können ja mal gucken. Also wir fahren Südwesten, Norden, Osten, Süden, Westen, so. Wir fahren so. Das heißt, wir können eigentlich nur hier sein. Und dann gucken wir mal. Kembemeer. Ob wir irgendwas von denen sehen, was wir gelesen haben. Diama, oder? Hatten wir nicht Diama gelesen? Diama Tiene? Aber die anderen Sachen sagen mir nichts. Und dann wären wir schon in Tees. So, haben wir noch andere Straßen hier zwischen. Katali, da haben wir's. Guck. Die haben so wenig Straßen, die genau so verlaufen. Die haben 4-5 große Straßen. Da reicht es anhand der Ausrichtung und dann weißt du, wo du bist. Mbacke Dolov. Hätte ich vielleicht mal gleich machen sollen. So, und wo stehen wir? Ja, das ist eher so das Problem. Wir wissen, dass wir in Mbacke Dolov sind. Und wir stehen an irgendeiner Kreuzung, wo die Straße dann nach Nordwesten weggeht und nach hinten rum. Also Nordwesten, dann geht sie eher nach Norden, aber so eine sehe ich hier nicht. Aber es kann halt auch so ein Ding sein, wo es hier einfach rüber geht. Ich würde auch sagen, wir stehen hier. Weil ich weiß halt nicht, ob sowas als Straße zu werten ist bei denen. Das ist schwierig. Vor allem ist hier nach Norden keine Straße. Und eigentlich auf Maps ist im Süden keine Straße. Hier ist eine. Hier ist aber auch noch eine. Nach Südosten. Ja, oder wir stehen hier. Ja, hier sind wir, nicht? Das macht noch mehr Sinn. Fahren wir direkt aus der Stadt raus nach Nordwesten, Nordosten? Hier stand auch irgendwo gleich ein Schild mit irgendwelchen Dingern. Genau, hier kommt nämlich die Kurve. Das kann doch nicht die Kurve sein. Niadine Silde Bampe. Richtung Süden. Dann glaubst du, bist im falschen Dorf. Ah, das hieß doch Doljov.
Es gibt kein anderes Doljov hinter Katali. Also Sakata waren wir nicht. Dahara waren wir nicht. Hier gibt's kein Dorf. Und hier gibt's auch kein Dorf. Aber stimmt schon, die Kurve ist komisch. Bei Katali. Sine Abdu. Sehen wir denn. Sine Abdu wäre hier. Waren wir in Katali beim Start? Wir waren noch nicht in Katali. Gang. Wo ist Gang? Gang ist nicht eingezeichnet. Nur Game. Game of Thrones. Wir fahren einfach nochmal raus und gucken, wie es hieß. Aber es hieß doch Duljov. Aber es stimmt schon, vorne hieß es ein bisschen anders. Nicht im Backe Duljov. Aber wenn es jetzt... Wir hatten schon die Fälle, dass Dörfer nicht eingezeichnet waren, nicht? Das ist schlecht. Nee, stand drin. Ich bin einmal umgedreht. Ich hab die Richtung gewechselt, als es in die andere Richtung nicht weiterging. Hier kann man so schlecht voran. Komm. Mein Gott, der lädt auch manchmal einfach nicht, wenn man drückt. Das macht mich ramdösig, nicht? So, wenn Sachen nicht reagieren. Man klickt, es passiert nicht. Man klickt, es reagiert nicht. Vor allem, wenn es mal schnell und mal langsam geht. Wenn es immer gleich lange dauern würde, wäre es was anderes, nicht? Ich hätte gern so einen Autofahrmodus, dass er einfach so lange Straßen von alleine lang fährt. Und dann die Bilder dazwischen berechnet. Wo war denn jetzt hier der Name? Hier vorne. Da. Wir sind in... Fahr die letzten Meter. Ja, und dann überspringt das Schild auf einmal. Wow. Wirklich. Sagata Dolov. Okay. Dann sind wir in Sakata. Es wird erstmal mit Q geschrieben und nicht mit G. Also es wird mit G geschrieben und nicht mit Q. Und Jollof fehlt komplett, nicht? Das ist halt... Was willst du da machen? Okay, aber dann können wir ja nur hier stehen. So, was anderes bleibt ja gar nicht. Bengo Bongo, Finish. 2,10 Meter. Also sowas ist echt übel, nicht? Ich hab Dulov, habe ich mir gemerkt, aber nicht Sagata. Sagata steht aber dra, aber das ist Dulov nicht. Also das sind echt so die Momente, wo man richtig reinfallen kann. Ich glaube, hätte ich jetzt ohne Stream gespielt, hätte ich einfach geklickt. Dabei waren wir nicht mehr im Backe Dulov. Wobei die Kurve mich stutzig gemacht hat. Nicht? Also die Kurve, die wäre. Ich hätte die hier genommen, aber die wäre zu weit weg gewesen. Die hätte ja hier sein müssen. Deswegen hätte ich nochmal geguckt, aber. Vom Namen her echt übel. Aber egal, weiter, wir haben es. Runde 2. Für das andere hätte die Fahrtrichtung dann nicht mehr gestimmt. Ja, vielleicht wäre mir das noch aufgefallen. Ja, was hier nicht stimmt, ist auf jeden Fall einiges, würde ich sagen. Ich kann gar nicht sagen, was hier zuerst nicht stimmt. Spontan Kolumbien, warte mal. Die Sonne ist im Norden, also sind wir im Süden. Peru, Kolumbien, Chile. Von der Häuser... Qualität würde ich schon fast auf Chile tippen. Oder Uruguay oder sowas. Also so auf der Höhe hier. Argentinien vielleicht noch. .com Gabriel Conde.
Hier haben wir eine größere Straße. Sehr gut. Und du hättest gesagt, warum habt ihr mir nichts gesagt? Das stimmt. Aber ihr habt ja was gesagt und das hat geholfen. Und das ohne zu spoilern, das war ja wichtig. Gabriele Conde, der bleibt. Okay, aber wartet mal, da sind das Fahrradwege. Ich glaube, dann sind wir doch Argentinien oder so, oder? Arigito, Serigeni. Ah, sehr verdreckt am Rand. Dann auf jeden Fall nicht Chile. Vielleicht Afrika doch? Notija Basura. Prioridad Piotenal. Okay, wir sind auf jeden Fall an einem riesigen Gewässer. Aber einem riesigen Gewässer. Playa Serre, Puerto. Puerto de Por. Puerto de Por. Okay, also der See ist so groß wie die Ostsee fast. Naja, nicht ganz, nicht? Aber man kann fast das, zumindest auf der Kartoffelkamera, nicht das andere Ende sehen. Das heißt, da kommen ja eigentlich nur die hier in Frage. Chiquita, Sardinas, Giza. Ich habe schon wieder vergessen. Nord-Süd geht die Straße da dran. Da haben wir vielleicht sogar eine Karte irgendwo. Playa Serre. Aber hier gibt es gar keine Städte neben den Dings. Nicht? Also wir fahren ja direkt neben dem Wasser an der Stadt. Titicaca, nee, das hätte man gesehen. Oh, oder es ist halt sowas hier. Da steht da, Kalender. Und der hat Inseln. Was steht da? Lo d'Agostino, Subizatara, Terrazzi Panorama. Sieht alles irgendwie so verlassen aus. Gruselig. Ja, da war mal ein Mensch. Also es gibt hier noch Menschen. Infoturissimo. Playa Serre. Da sind Sterne abgebildet. Chintos Pizza Sandwich. Mini Mercado. Ja, super, Uruguay und Argentinien fahren und Chile fahren und Brasilien fahren. Ja, leckt mich doch. Wirklich. Genau die drei Länder, die ich im Sinne hatte. Okay, hier sind so Landzungen. Da geht das Wasser aber weiter. Ich meine, das könnte auch da hinten das offene Meer sein, nicht? Das weiß ich jetzt ja nicht. Wir gehen mal back to start.
Ich fahre mal in die andere Richtung. Handwerker haben oft Adressen draufstehen. Red Alarm. Seguridad. Seguri gar nicht. Oh, alte Käfer. Oh. Zum Verkauf, natürlich. Also, wer den will. Ich meine, wahrscheinlich alles Originalteile. Das kriegt ihr sonst nicht, nicht wahr? Also, der könnte sogar Original Mafia 2 gefahren sein, so wie er aussieht. Schlag zu, bevor er weg ist. Obwohl, zuschlagen ist wahrscheinlich gar nicht so gut. Das könnte wehtun. Bio-Joghurt. Cremissimo. Oh, Käse. Nee, nicht bei dem Wetter. Ein Eis wäre geil. Ich hatte heute schon Eis. Oh, ich hatte heute ein richtig gutes Eis. Aber ein sehr teures Eis. Eine Kugel 2,50 Euro. Wo sind wir da nur hingekommen? Aber es war wirklich, ich sag euch, Milchbar in Leipzig Zentrum hat wirklich ein verdammt gutes Snickers-Eis. Mit echten Nutella-Creme, glaube ich, drin gehabt. Also selten so ein gutes Eis gegessen. Mit einem besseren Preis wäre es noch besser gewesen. .com. Uruguay, nicht? Okay. Vielleicht hier? Wer ist denn der hier? Rio Negro. Arroyo de Balonquio. Black River. Sieht auch eher aus wie so ein Stausee, nicht? Hier haben die bestimmt einen Staudamm irgendwo. Weil das sieht hier nicht natürlich aus. Das sieht aus, als ob das aufgestaut wurde in irgendeine Richtung. Natürlich sieht es eher mal so aus. Aber Uruguay hat sonst nur die Sachen hier. Im eher Rios. Laguna. Sos. Aber ich rate auch nur. Was steht denn da sonst noch? Wo war das Wasser? Westen, ja. Also, wir müssen irgendwo, aber es geht doch so rum. Also wir müssen in so einer Ecke liegen und dann sehen wir auch Inseln. Hier, sowas könnte sein. Nicht, wir waren gerade in so einer Ecke hier drin. Und hier ist der Strand. Das sieht doch super aus. Und hier ist Natur. Carmelo. Los Cantaros. Okay, wir fahren mal. Wir gucken mal, wie die Stadt heißt. Wo, Rio? Nee, Rio nicht. Also, Rio würde ich anders mir vorstellen. Und guck mal hier, Uruguay. Jetzt haben wir's. Das passt also. Ich glaube, die Ecke ist schon ganz gut. Puerto Nautico und Playa Serre. Okay, Puerto Nautico. Playa Serre. Guck mal, da steht's doch. Playa Serre. Ja, ja. Nee, das ist es.
Und wir waren hier und das war nämlich der dicke Fluss, den ich gesehen habe. Und wir starten hier. Guarda de Asesino. So, wir sind jetzt auf der großen Straße. Und da ist die Brücke über dem Fluss. Das ist die hier. So sind wir gerade hier lang gefahren. Das kommt auch hin, nicht? Und dahinter ist die Stadt. Hier haben wir nochmal ein offizielles Schild. Ah, aber da steht nicht viel drauf. Okay, back to start. Ach, der Fluss Rio. Ja, okay. Das musst du dazu sagen. Ah, wo ist der Rio? Ist das hier der Rio? Ich liebe Google. Rio Uruguay. Ja. Da hinten steht's. Wow, danke. Das ist schon ein starkes, großes Gebiet, nicht? So, wir stehen hier. Nach Osten ist nicht viel. Eigentlich stehen wir an der Ecke, wo nach Osten nichts ist, nicht wahr? Ansonsten können wir nur nach leicht Nordwesten fahren, Nordosten, Südwesten. Also vielleicht stehen wir hier. Die Straße ist auf jeden Fall sehr gerade. Und führt in eine... Ey, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier machen. Manchmal macht das Spiel sich so ein bisschen selbstständig. Und führt dann... Nee, da können wir nicht sein. Weil wir kommen auf eine T-Kreuzung. Und dann West-Ost. Und wir fahren sehr gerade. Kann natürlich sein, dass wir irgendwo hier stehen, wo kein Weg eingezeichnet ist. Okay, und hier geht's nach Südwesten. Norden, Osten, Süden, Westen. So. Also wir stehen an einer Ecke, die so ist, aber auf eine T-Kreuzung führt. Okay, aber das hier muss doch erkennbar sein. Hier geht's in eine Kurve rum. Und dann ist die Straße so ein bisschen versetzt, die nach Westen führt. Ich glaube, wir waren hier mehr drin, als ich gedacht hatte. Ich dachte, wir sind direkt am Wasser gewesen. Aber wir sind erstmal auf diese große Straße gekommen. Okay. Das heißt, wir könnten hier stehen. Ja, das hier ist der Versatz, nicht? Dann stehen wir hier. Aber den See da sehe ich nicht. Und wenn ich nach Norden fahre, dann komme ich an so eine Kurve. Nee, das passt nicht. Ja, doch, das hier. Ja, vielleicht stehen wir dann hier. Aber dann geht's ja hier nicht weiter. Also der Bogen könnte das hier sein. Dann kommen wir von hier. Und da wir nur hier durchfahren können, wäre das hier. Aber wir kamen ja von Norden hier hin. Weil wir nicht weiterfahren konnten.
Und da kamen wir raus direkt. Nee, da kamen wir in den Versatz. Ja doch, ist ja richtig. Okay, wir sind hier, dann da und dann stehen wir hier. Und das Ding ist nicht wirklich befahrbar. Alles klar. 6,72 Meter. Verrückte Ecke gewesen auf jeden Fall. Und damit in Runde 3. Geht doch alles. Und noch viel mehr. Hallöchen. Oh Mann, wo sind wir denn hier gelandet? PL, no exit, standing PL. Sauber, gute Infrastruktur. Tannen. William Street. Linksverkehr. Sieht amerikanisiert aus. Nördliche Marianne. Sonne ist im Nordwesten, also sind wir im Süden. Okay, dann passen die nicht. Auch Guam fällt raus. Oh, Straße wird schlagartig schlechter, das ist nicht gut. Neuseeland hatte ich ganz kurz in Verdacht, bis ich die Familie gesehen hatte. Das passt halt so nicht. Eher Südamerika. Ich hätte ja auch sowas wie Dominika oder sowas gesagt, aber nicht zu viel Ländereien. Palm. Vielleicht Panama. Hier, da steht doch was im Rücken von uns. New Zealand. Okay. Hätte ich nicht gedacht. Land Corp. Also bei der Ansicht hätte ich nicht Neuseeland gedacht. Das wirkt halt eher wie... Also dafür ist nicht... Die Gehwege sind so ein bisschen eher wie... Domrep oder so. So in die Richtung hätte ich gedacht. Oder hier Aruba, Curaçao. Dann... Aber die liegen halt alle nördlich. Südlich hast du wirklich wenig Optionen. Eigentlich bleibt nur hier hinten. Und hier gibt's nicht so viel. Nicht nördliche Marianne. Da, Guam. Aber dann erklärt das auch den Linksverkehr. Tja, dann müssen wir... Ich glaube, in die Richtung kam nichts, nicht? Dann fahren wir mal hier raus. Du wirst gut. Ja, auf jeden Fall gut Neuseeland erkannt. Aber auch gut, dass wir das Auto gefunden hätten, haben. Da könnte was dran stehen beim Arzt. Ah, nee, ist eine Kirche. Der Harry Ravitu. Seventh-day Adventist Church. Die Straße kann ich nicht erkennen, aber NZ hätte ich erkannt. New Zealand. Okay, ein Krankenwagen. Warte mal, hier steht doch bestimmt dran. Krankenwagen off. Unato Wakatuoro. Wakatatuoro. Das klingt wie hier oben. Aber neulich habe ich herausgefunden, hier gibt's auch so ein paar Sachen, die noch ureinwohnerlich genannt werden. Temuka Tuoro. Tuoro o Haoto. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm.
Ja, ist, glaube ich, eine andere Zoom-Stufe. Da müssen wir noch mehr finden, wo wir es noch besser lesen können. Kaitaya. Gut, ich glaube nicht, dass das eine Region ist. Kaitaya sagt mir gar nichts. So. Ich kenne auch nicht alles. Otago, Southland. Taranaki. Wellington. Okay, das macht Sinn, Wellington. Steak Wellington, bitte. Hawke's Bay. Gut, dass die ganze Region Hawke's Bay heißt, obwohl da kein Bay ist. Bay of Plenty. Mitten im Landesinneren. Immer gut. Gisborne macht auch Sinn bei Gisborne. Auckland. Waikato macht auch Sinn. Das ist also kein Regionsname. Kaitaita. Kaitaita. Da oben wieder. Wir sind einmal diese Straße. Wir sind hier gestartet, bei diesem Leuchtturm. Erst mit einem Lauftrack und dann sind wir die Straße komplett runtergefahren. Bis zu dieser Kreuzung hier. Da sind wir gar nicht so weit weg. Okay, und wir stehen jetzt in welcher Road? Standing PL, no exit. Oh. Wireless Road, oh, das ist schlecht. Wie will man aus einer Wireless Road rauskommen? Hier ist sogar das Hospital. Switzer Residential Care, Church Road. Banker Street. Wo war denn hier dieser? Ich weiß nicht, in welche Richtung das war, nicht, ob das Nord-Süd war. Okay, dann gucken wir jetzt nochmal, wie die große Straße heißt. Rata Road. Okay, wir sind auf jeden Fall in so einem U drin, nicht? Und das U führt im Süden auf die Straße. Willem Street. Ecke. Lake Road. Willem Street habe ich schon gesehen. Wo? Ich war hier oben, oder? Nee, Wireless war hier. Willem Street, hier. Ratter PL. Standing PL. Okay, da sind wir. Und wir stehen vor der Standing PL. Die geht auch nach Westen. Passt. Bingo Bongo, Finish 2,37 Meter. Nur Exit, Sackgasse, richtig. Und damit haben wir es geschafft. Guck mal an. Wir waren 17 Minuten in Senegal, 16 Minuten in Uruguay und 8 Minuten in Neuseeland. Ich würde sagen, ist ein guter Durchschnitt, 42 Minuten insgesamt. Und ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge Geotastic hoffentlich wieder. Bis dann.